So, jetzt gebe ich mal die Koordinaten der UFO-Landung in Socorro ein. Mal sehen. Nach endloser Suche nach dem Ursprung von Corona haben wir es gefunden. Hallo liebe Matrixer, hier sind wieder Shiva und Jonathan. Und diesmal mit einem Update mitten aus dem absoluten Nirgendwo. Hier ist absolute Totenstille. Wir sind in der Nähe von Corona. Der Ort Corona, in der Nähe der Absturzstelle von Roswell. Ganz kommen wir da leider nicht hin. Nein, da kommen wir leider nicht hin, weil eben hier alles Privatbesitz ist und man hätte für eine Genehmigung, um zu der exakten Stelle zu kommen, das Roswell Museum in der Innenstadt von Roswell besuchen müssen, um dort eben diese Genehmigung zu erhalten. Dummerweise ist es so, dass aufgrund von Corona das nicht Museum, nicht die Stadt, sondern das Event. Also wir hätten in der Innenstadt von Roswell ins Museum gemusst, um dort eben eine Genehmigung zu bekommen. Dummerweise ist aufgrund des Corona-Events das Museum geschlossen und somit gibt es auch keine Genehmigung. Und einfach so auf Privatbesitz zu fahren, ist vielleicht ein bisschen riskant. Man weiß, in Amerika darf man eben auf Leute, die eben illegalerweise Privatbesitz betreten, auch schießen. Und das wollten wir jetzt nicht riskieren. Nicht heute. Nicht heute jedenfalls. Und daher sind wir jetzt noch so 10, 13 Meilen von der korrekten Absturzstelle des Raumschiffes entfernt, wo eben Außerirdische geborgen worden sind und auch ein abgestürztes UFO. Aber spannend ist das schon, weil viele waren noch nicht hier und es ist schon ein ziemlich abgefahrenes Gefühl zu wissen, nicht weit von uns war mal ein echtes physisches Raumschiff abgestürzt. Ja, ist schon spannend. Und wie Shiva schon sagt, hier weit und breit kein Auto zu sehen, nichts. Man muss auch immer gut vollgetankt haben, um hier hinzukommen, weil sonst kommt man eventuell nicht mehr zurück. Ne? Hier sind einfach hunderte Kilometer einfach mal gar nichts. Wir zeigen euch gleich mal noch die Umgebung, dann seht ihr. Nada, aber sehr, sehr schön. Ja. Hat definitiv was, diese Stille und Ruhe. Ja, allerdings. Also weit und breit sieht man hier nichts. In diese Richtung hier, da befindet sich die Absturzstelle. So, hinter mir kann man das sehen. Also in diese Richtung, da geht es zu der Absturzstelle. Ja, jedenfalls sehr, sehr spannend, mal hier gewesen zu sein, in der Nähe von nichts. Wie ihr seht, auch die Katzen sind hier ganz aufgeregt, dass hier mal was abgestürzt ist, in der Nähe von einem UFO gewesen sind. Es gibt auch viele Warnschilder hier, No Trespassing und so weiter, wenn man versucht, irgendwie auf das Privatgelände zu kommen. Zu empfehlen ist es anscheinend nicht. Und vielleicht irgendwann, wenn der ganze Corona-Hype vorbei ist, dann versuchen wir es vielleicht nochmal, weil wir bleiben ja noch ein bisschen in Amerika und ja, mal schauen. Was hier jedenfalls genial ist, ist diese absolute Totenstille. Was man hier auch ganz selten hat, ist Internet. Also meistens haben wir hier nicht mal irgendwie nur einen einzigen Balken über hunderte Kilometer. Also totale Funkstille und Chemtrails, gar nichts. Also wenn man hier ein halbes Jahr lebt, ist man danach sicherlich schwermetallfrei und gesund. Hörst du gar nichts? Gar nichts. Totenstille. Ja.
das war das kurze Video-Update von uns. Und jetzt schauen wir uns dann mal vielleicht Corona an. Genau, haben wir noch was zu Roswell? Hast du noch was spannende Informationen zu Roswell? Ich meine, kennt ja jeder. Vielleicht kennt ihr auch das Buch Alien Interview. Sehr spannend, sollte man mal gelesen haben. Sehr viel Wahrheitsgehalt. Ich fand es sehr genial. Habe auch einige Flashbacks bekommen während des Lesens. Und ja, vielleicht schaut ihr mal in das Buch rein. Einer der wirklichen Zeugen, der direkten Zeugen vom damaligen Absturz im Jahre 1947, ist ja kürzlich gestorben. Und noch auf dem Sterbebett liegend hat er gesagt, ich schwöre, dass das wirklich alles passiert ist. Das ist kein Fake und kein Betrug gewesen. Und es verhält sich wirklich so, dass dort damals ein Raumschiff abgestürzt ist und er selbst die Trümmerteile gesehen hat. Und das waren eigentlich so seine letzten Worte auf dem Sterbebett. Es gibt auch eine Serie, die haben wir letztens geschaut. Wie hieß sie gerade? Nicht Roswell, sondern doch, oder hieß sie Roswell? Aber jetzt nicht das mit Superman und so, sondern, ich weiß nicht. Könnt ihr auch mal googeln, es gibt jedenfalls eine Serie und da geht es auch sehr viel um UFOs und Aliens. Wir blenden euch auch mal ein paar Bilder ein gleich, die dann mal zeigen, dass die ganze Stadt Roswell mittlerweile auch ein bisschen von dem ganzen Alien-Hype und Absturz-Hype irgendwie berichten und das auch nutzen für ihren Verkauf. Schulgeschäfte, Hotels, alles Mögliche haben jetzt irgendwie da die Auslagen und die Schilder, alles mit Aliens voll. Ja, überall stehen da Aliens rum. Sogar die Straßenlaternen sind in Alien-Version. Ja, auch die Straßenlaternen, genau. Immer so ein Alien-Kopf auf der Lampe. Ne? Also schon ganz witzig gemacht und natürlich viel auf Tourismus. Aber das bedeutet ja nicht automatisch, dass da jetzt an der Geschichte nicht viel dran war. Ich hoffe, man hört uns gut, weil es jetzt gerade ein bisschen windiger ist, aber wird schon gehen. Ansonsten... Ja, ansonsten bis zum nächsten Update. Genau. Mal sehen, was passiert. Macht's gut, liebe Leute. Macht's bis zum gut. Nächsten Mal. Tschüss.